So, Fußballfreunde, und es geht mal wieder weiter mit Inazuma Eleven. So, im letzten Part hat sich Herr Winter Steve von uns unfreiwillig verabschiedet, da er als Spion enttarnt wurde von der gegnerischen Mannschaft, dessen Namen mir mal wieder nicht einfällt, weil ich so dumm bin. Und ja, mit seinen Verschwinden haben wir auch einen Trainer verloren, und ohne Trainer können wir nicht an der am Finalspiel teilnehmen. Aber da hat ja unser guter Rector einen guten Plan, nämlich besucht den Typen an der Nudelbar. So, und davor müssen wir jetzt noch Pit mit seinen Kopfflächen außer Gefecht setzen. Ich bin auf jeden Fall mal ziemlich gespannt, was das für ein Typ hier sein wird bei der Nudelbar. Denn das war ja mal ein Trainer der legendären Inazuma Eleven. Da bin ich mal ziemlich gespannt, was das für einer sein wird. So, ich glaube nicht, dass du jetzt eine Technik rein hast, da fange ich den mal. Das gute Bällchen. Komm schon. Und gecatcht. Dann zu. Komm schon. Lauf doch. So, du bist aus dem Feuerdrachen. Eine Technik haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Das Feuer Dribbling. So, da wurde Edric außer Gefecht gesetzt. Und sie laufen nach vorne und dir haut rein mit den Rolltritt. Und reingerollt. Das müsste durch Pitzen durchgehen, auch wenn er versucht aufzuhalten. Aber so stark ist er nicht. Und er geht ins Netz. Denn da gehört der Ball hin. Das müsste für. Jawohl, für Christian, die reichen ja schon 23. Fast so alt wie ich. Also ich bin fast so alt. So, jetzt sollen wir trotzdem mal zur Nudelbar gehen, denn das war ein ehemaliger Trainer der Inazuma Eleven. Und ja, wie gesagt, ich bin mal ziemlich gespannt, was das für eine sein wird. Auf jeden Fall, wenn er bei der Nudelbar rumzuckt, dann wird er schon ziemlich chilliger sein. So, irgendeine Passage im Einkaufsviertel. Genau, das ist hier drüben. Kann ich hier rein? Awesome! Hey, alles klar? hallo. Ich habe alles berührt, dass Anime Café im neuen Stil eröffnet. Remy-Schüler sind natürlich meine Gäste. Ihr dürft das Café genießen, solange ihr wollt. Umgestaltet er nicht direkt, es sah schon immer so aus. Liebe Freunde, ich freue mich so sehr, dass ihr heute alle extra zu unserer Angelina gekommen seid. Okay, hier ist auf jeden Fall Angelina Jolie am Werk, weil er weiß, was die hier macht. Ich bestell mir mal ein kleines Bierchen, wenn es gehen würde. Ja. So, auf jeden Fall gehe ich hier mal raus, wollte mal reingucken, wie es da aussieht. Da es wieder eröffnen konnte. Gut, dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Müsste hier drin sein. Und rein hier. So, die Passage. Jetzt mal Kamera wieder richtig hinsetzen. Bei einem Hinsetzen. So, mal gucken, wo ich hier reinkomme. Da nicht. Achtung, hier geht's in die Kanalisation. Okay. Also ich glaube, hier komme ich nicht rein, oder? Schade. So, in den Schienensalb komme ich auch nicht rein. Oh, da ist ja was. Gut versteckt. Ein Kampfsportschlüssel. The fuck? Okay, alles klar. Ich bin extra wegen der Nudeln bis hierher gekommen. Aber der sture alte hat mich aus dem Laden gejagt. Hab gesagt, mein Benehmen passe ihm nicht. Was soll man da noch sagen? Ich hab gesagt, er ist ein Hurensohn, aber er wollte mich einfach rausschmeißen. Was soll das? Irgendwie haben wir schon mal Rice-Nudeln gefunden. Ich gucke mich trotzdem noch ein bisschen um. Weil ich es halt kann. Hey Süße, wie wär's? Wollen wir nicht mehr zusammen eintrinken gehen oder so?
I. Was soll ich da bloß sagen? Sag einfach ja. Photokosmos. Auch zu. Was ist das? WK? Ich will aber haben. Jetzt kaufe ich schon das neue Spiel. Jetzt quäl nicht so. Oh, das ist ein Spieleladen. Oh, das ist eine Kiste. Mit einem Sportsdrink. Ich gehe mal gleich rein. Wir haben ja Zeit. Ein Spieleladen. Da gibt es wahrscheinlich in der Summe 11. 2. Und eins der anderen Spiele. In Japan gibt es ja schon, ich glaube, 7 oder 8 Spiele davon. Das ist voll übel. Oh, wen haben wir denn da? Ach stimmt, der wollte ja ein neues Spiel kaufen. Was? Ach, du schon wieder. Was für geil willst du denn von mir? Was? Ich soll wieder in einen Club eintreten? Also, ich habe echt Besseres zu tun. Naja, wenn du unbedingt willst, kann ich mein Talent auch wieder in dieses eures Team stellen. Ach komm, den nehmen wir mal mit. Warum nicht? Wir haben Platz. Wenn du mich so lieb bittest, tritt das schon gern wieder in den Fußballclub ein. Für so viel Freundlichkeit solltest du angemessen dankbar sein. Willi hat sich angeschlossen. Sam. Ja, wir haben eh so viel Platz im Bus, da geht das schon. So, rein mit dem guten Willi. Obwohl, ich muss mal gucken. Gut, wer schon mal nicht da war, das ist schon mal positiv. Ui, Level 10. Wir müssen hochtrainieren. Der muss sich einmal übelst hochschlafen. Ach, den kriegen wir schon hoch. Wenn nicht, dann schmeiß ich ihn wieder raus. Psst. Sag bloß keinem, dass ihr mich hier gesehen habt. Sonst kriege ich echt Ärger mit meinem Lehrer. Was haben die denn alles hier? Umstehen. RPGs. Der Ding Final Fantasy oder was? Und auch nichts erkennen irgendwie von den Bildern hier. Das sieht vielleicht aus wie Final Fantasy 12, das oben. Ach, egal. Ehrlich, waren die Jungs von der Otaku Junior High hier. Die haben alle Spiele weggekauft. Pro Nase 2 Stück. Das war nur das absolute Minimum. 2 Spiele auf einmal kaufen. Das ist echt das Größte. Stimmt, auch wenn es ziemlich teuer ist. Wenn oben uns den jungen Altersherr verbindet, weiß ich wirklich nicht, ob ich das gut finden will. Kann. Ja. Wenn Oma kauft mir ein neues Spiel. Oh Mann, Oma ist so toll. Gut. Ach, dieser Materialismus, wunderbar. Weißt du, mein Freund, der ist in Videospielen wirklich wahnsinnig gut. Wer ist das nicht? Unsichtbarer Nah. Willkommen im Videospiel, Freunde. Schön, euch hier zu sehen. Wenn ihr ein Spiel beendet habt, dann wird es Zeit, ein neues Spiel zu kaufen. So macht man das. Und das stimmt. Oder man macht sie wie ich, man kauft ein Spiel, spielt es eine halbe Stunde und kauft sich am nächsten Tag ein neues Spiel und dann stehen irgendwann 3000 Spiele rum. Naja, ich glaube, das machen irgendwie viele so. Oh, das ist noch eine Kiste. Und da haben wir einen Power Riegel. Awesome. Ich habe den im Sportgeschäft da drüben. Ich sollte mich hier umsehen, weil wir in letzter Zeit so wenig Kunden haben. Kommen die jetzt etwa wirklich alle hierher? Unglaublich sowas. Gucken wir mal ein bisschen weiter um. Ich glaube, da ist schon Dead End. Nee, das ist auch nichts versteckt. Komm noch irgendwo rein. Nee. Keine Angst, ich weiß schon, ich muss in dieses diese Nudelbar gehen. Aber das ist noch ein Sportgeschäft, da gucke ich mal ganz kurz rein. Wenn wir den kleinen Shopping-Part haben. Was haben wir hier alles Schönes? Ich hätte gerne einen Golfschläger. Vielleicht kaufe ich jetzt einen. Ist eigentlich nicht? Es ist ja Winter. Geht es doch. Ein paar Turnübungen würden mir sicher helfen, mein Körper wieder so hübsch und jung zu machen.
Aber sicher, Omi, mach was du willst. Alles klar. Ob unser Chef nicht ein ganz klein wenig mehr lächeln kann? Die Kunden kriegen ja schon Angst vor ihm. Wo ist der Chef? Das ist eine Schaufensterpuppe. Ich will auch mal Fußballprofi werden. Da kriege ich doch auch so ein tolles Trikot, oder? Was? Wenn du sowieso nichts kaufen willst, dann raus mit dir. Ach, das ist eine super Verkaufskanone. Oh, das ist eine Tribüne. Mit Longboards, das ist cool. Oder wie heißen die? Doch, Longboards. Longboards. So, und das Zeug mit dem Dings in der Führung fährt. LeFloid, glaube ich. Schon cool. Oder das ist ein Surfbrett und ich sehe das nicht, kann auch sein. I don't know. Hier wird wirklich so viel zu sehen, da weiß ich echt gar nicht, was ich kaufen soll. Habe ich vorhin nach langer Zeit mal wieder ein wenig Ski laufen sollte? Also ist doch eher die Skiabteilung. Gut, dann gehen wir mal durch die Damen- und Oberbekleidung durch. Da ist nichts mehr. Oder das ist der zweite Ausgang, das ist cool. Ist hier noch ein Verkäufer? Oh, cool. Willkommen im Sportgeschäft. Wir haben jetzt ein paar neue Sportgeräte. So, die haben neue Schuhe. Und neue Trikots. Und Kung Fu Trikot. Was ja ganz schön viel bringt. Aber wie gesagt, ich werde da nicht so übelst viel kaufen, denn. Ja. Ist meistens ziemlich teuer. Na egal, auf jeden Fall gehe ich jetzt mal weiter, sonst passiert den ganzen Part gar nichts. Ich glaube, der nächste verkauft mir denselben Schwachsinn. So. Wie war die Straße? Die war. Ach, ich drehe mir zu viel mit den Winkeln hier rum. So. Gut, komme ich hier auch wieder raus, da kann ich nirgendwo mehr rein. Nur noch, nehmen wir geradeaus, da kommt jetzt zur Lagerhalle. Passt aber gut auf Verkauf. Danke für den Tipp. So, und jetzt gehen wir endlich mal dahin, wo wir hin müssen. Nämlich zu Rai Rai Nudelbar. Dann gucken wir uns mal unseren neuen Trainer an. Na toll. Naja, wenigstens kein Naruto. Hey, Kleiner! Kannst du nicht einfach reinstiefeln? Wir haben noch geschlossen. Hallo! Tut mir leid, ich suche den Captain, der in der Summe erlassen. Ja, das bin ich. Was sagst du da? Ich spiele Fußball für die Ramen Junior High. Fußball? Aber wir haben unseren Trainer verloren. Und ohne einen Trainer können wir nicht gegen die Royal Academy antreten. Jetzt geht der Opa ab. Ganz ehrlich, was passiert? Wir wollen nicht verlieren. Also, Kleiner, ich bin da der falsche Ansprechpartner. Oh fuck. Entschuldigung? Das ist ein Nudelbar. Für Fußball habe ich keine Zeit. In Ordnung. Seht zu, dass er Land gewinnt. Aber, ich möchte mich ungern wiederholen. Tut mir leid. Eine Sperre hat sich mal wieder gelöst. War das der falsche, oder? Merkwürdig. Ich war mir sicher, dass der Geschäftsführer uns hierher geschickt hat. Vielleicht sollte ich auch abwarten, ob jemand von der Inazuma Eleven hier auftaucht. Oh, da ist ja schon einer. So sieht man sich wieder mal. Was machen Sie denn? Nee, oder? Mr. Smith? Der Penner? Soll unser neuer Trainer werden? Okay. Kommst du gerade von der Nudelbar? Was soll das heißen? Wolltest du jemanden von der Inazuma Eleven treffen? Also trifft man die Inazuma Eleven tatsächlich dort? Ja, eigentlich ist das eher ungewöhnlich, wenn mal niemand von ihnen da ist. Tatsächlich? Dann warte ich, bis jemand von ihnen dort auftaucht. Hast du wirklich keinen von ihnen getroffen?
Selbst wenn du auf sie wartest, ist es nicht sicher, ob tatsächlich jemand auftaucht. Aber vielleicht hast du ja in anderen Orten schon einige Spieler, die in Summe 11 getroffen. Wie meinen Sie das? What? Der! Übelster Mindfuck. Okay, jetzt dachte ich schon, dass Mr. Smith unser neuer Trainer wird, aber... Okay, jetzt bin ich echt ein bisschen verwirrt. Na egal. Auch was Smith, den man am Fluss mit den Kindern trainiert. Er wurde die eiserne Wand der Raymond Junior High genannt. Er gehörte auch zu den Inazuma Eleven. Wusstest du das nicht? Was? Der Sweep war Mitglied der Inazuma Eleven? Wie wissen Sie denn das? Ach, Fußballreporter, ach dann. Meine Güte. Ich war früher mal Fußballreporter. Mein Traum, die Inazuma Eleven wieder zusammen auflaufen zu sehen, konnte ich einfach nicht aufgeben. Wirklich? Danke für die Info, Herr Smith. Gregory Smith. Aber nenn mich Mr. Smith. Danke, Mr. Smith. Kannst du glauben, dass Herr Sweet bei den Inazuma Eleven war? Er ist doch so fett und so. Das heißt also, vielleicht wird er der neue Fußballtrainer der Raymond Junior High. Ich werde ihn mal fragen. Ach, hey Mark, warte mal kurz. Da wäre noch was. Danke, Herr Smith. Ich muss sofort los zum Fluss. Bis dann. Kaum zu glauben, dass er schon wieder weg ist. Ein Fußballspiel ist halt nichts anderes mehr. Ganz genau wie bei David. Who the fuck is David? Na egal, auf jeden Fall gehen wir zum Herrn Sweet. Wir sind noch in diesem Part. Oh, wir haben eine Abkürzung. Oder das ist eine Verlängerung. Denn der Fluss ist eigentlich ganz woanders. Das ist auch nur ein Weg, wie wir zur Karte kommen. Gut, da bin ich ja zum blöden Weg gegangen. Na egal. Das geht noch in diesem Part. Und da ist eine Kiste mit einem Schlüssel. Was soll ich mit den ganzen Schlüsseln, ey? Was soll denn das? Und ich glaube, ich wäre bald wieder angegriffen, oder nicht? Lange nicht gesehen. Oh, du bist's. Ja, beide haben die gleiche Stimme. Die Zeit war wohl auch nicht gerade gnädig mit dir, alter Mann. Wirst du gerade sagen. Und? Immer noch bei der Polizei? Schon. Immer noch da auf die Jagd? Nach 40 Jahren? Ja. Du gibst auch nicht gerade schnell auf. Das kann man nicht einfach hinter sich lassen. Ich würde lieber das Zeitliche segnen, als die Verfolgung aufzugeben. Verstehe schon. Na dann, viel Glück. Aber vielleicht dauert es ja nicht mehr lange. Ich bin ganz dicht an ihm dran. Gut für dich. Ich habe damit abgeschlossen. Du hast noch viel weniger Rückgrat, als ich dachte. Wenn du meinst. Heute habe ich was gehört, das ein paar unschöne Erinnerungen an in mir wachgerufen hat. Von dem jungen Burschen. Vielleicht lässt sich das nach diesen langen 40 Jahren doch wieder aktiv werden. Auch für David. Who the fuck is David? Na egal. Da, 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 yeah, yeah, yeah. Und ab zu Herr Sweet. Wunderbar. Wo ist er denn? Nehmen wir mal den hier. Herr Sweet, Herr Sweet. Sie gehören zu den Inazuma Eleven, stimmt's?
auf den Charakter sieht er ziemlich dünn aus. Passt gar nicht zum Bild. Na egal. So, und wie es hier weitergeht mit Tien Sweet, ob unser neuer Trainer wird oder nicht, und was da los ist mit David und überhaupt und sowieso, das sehen wir alles im nächsten Part von Inazuma Eleven. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!